So, willkommen zum vorletzten Level bei Freedom Episode 2. Ja. Schauen wir mal, ne? Oh ja. Das Level wird schon von allen Seiten geschossen werden. Okay. Oh. Ja, wir werden instant von allen Seiten geschossen. Das Tat nicht vergessen haben. Da sind Imps, da sind auch Imps. Da ist. Och nein, Archweil auch noch. Oh, da ist einer, der unsere Hilfe braucht. Okay. Gut, als allererstes muss der Archweil weg. Das Problem ist, sobald ich den abschieße, werden alle anderen auch auf uns aufmerksam. Ich muss mir also erstmal einen Gesamtüberblick verschaffen, was hier alles gerade abgeht. Digga, hier können die sich auch noch teleportieren. Orientierung verloren. Da waren die ganzen Imps. Da war der Archweil. Okay. Da ist auch noch ein Vermin of Hell. Der ist relativ harmlos. Wenn wir aufpassen. Gut, halt also der einzige, der bisher uns gefährlich werden kann, ist tatsächlich der Archweil. Das heißt also, wir müssen den sowieso erstmal erledigen. Die Heizteleportiererei hier. Okay. Digga, wie viele denn noch? Okay, Nummer Uno, der da. Oh, ich sag's ja. Sobald wir schießen, werden alle anderen aufmerksam. Oh Gott, Alter. Nee, das müssen wir. Wir müssen taktischer vorgehen. Also. Habe ich jetzt meine Ruhe? Nein, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir mal zu Gelb. Gut, hier haben wir unsere Ruhe. Okay, wo ist der Archweil? Ich habe keine Ahnung mehr. Da müsste der Archweil sein. Oh Gott, da sind Spinnen. Die lecken mich doch. Mal ganz ehrlich, was ist denn das hier? Oh. Ja, da kommt schon wieder die Viecher. Und wollen uns ans Leder. Gut, hier sind Pinkies. Dann ist der Archweil. Dann versuche ich mich erstmal dort zu halten. Da hinten sind zwei Pinkies. Die sind also relativ schnell erledigt. Dann haben wir dort erstmal relativ safen Platz. Ja, hier sind auch zwei. Wir können uns eigentlich auch, also auch noch hier verstecken. Gut, dann machen wir das so. Und jetzt ab nach hier. Nein, nicht festhängen, meine Fresse. Okay. Jetzt haben wir hier schon mal einen safe Spot. Die Pinkies können uns ja nichts, da sie so hoch hoffentlich nicht beißen können. Sonst deinstalliert das Spiel. Ja, das war mir nämlich schon klar. Hier sind nämlich jetzt die ganzen anderen Pinkies. Digga, von wo denn? Oh Gott, das ist. Wer findet solche Maps eigentlich? Hm? Wer tut sowas? Also die Richtung können wir uns nicht fortbewegen. Hier sind die ganzen Pinkies. Oh, Alter, wo hänge ich denn jetzt fest? Ach klar, teleportier dich rein, Junge. Teleportier dich rein. Das machen andere auch so. Keine Angst, bist nicht alleine. Mit deinem Problem. Mit deinem psychischen Problem. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ja, leck mich doch. Oh Gott, Alter, wie willst du... Nein, Pitch aus, Ende. Kennt man, lass das mal laufen. Oh, Alter. Oh, Junge!
Boah, ey, jetzt wird's hier noch überall hängen an diesen scheiß Leuchten. Ja klar, die kann natürlich durchschießen. Ich dachte, die kann nicht in diese, durch diese Stäbe durchschießen. Kann sich das Spiel auf einmal einig werden, was es möchte? Und ich verliere jedes Mal die Orientierung. Oh, Alter. Wo sind wir jetzt? Da sind die Pinkies. God damn it. Ja, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Na komm, das wirst du garantiert noch nicht. Bin ich jetzt hängen geblieben? Och, ja klar, ich werde natürlich wieder... Ich fick diesen scheiß Stab gleich sowas von anal. Den schiebe ich mir quasi rektal hinten rein. Ah ja, waren ja nicht gerade noch zwei. Jetzt habe ich das Ding aufgenommen. Leck mich mal bitte. Nein. Digga. Geht doch noch weg hier. Kriegst du Krise? Treff ihn gar nicht. Das nicht mehr. Ah. Oh, Alter, Scheiße, ich alle. Ich hab die wirklich noch. Ja, beim nächsten Verstoß ging ich für die abgeschnauze. Ist doch ein bisschen Drohnen und schon klappt das Spiel. So, jetzt kommt wieder hinten. Wisst ihr, man rechnet heute auch schon. So,
Das habe ich irgendwie viel. Wir wissen ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und jetzt schon wieder. Was? Alter. Wo kam ich denn hier bitte schon in den Sichtbereich von irgendeiner fucking Spinne? Achso, da unten. Och, leck mich. Jetzt sind wir unten auch schon hingekommen. Okay, ich mach erstmal diesen Baron auf den Dings ein bisschen weg. Warte, von daneben. Ich einfach mit der Rakete loswerden? Nee, ne? Oh, ich hänge. Doch. Weg ist er. So, jetzt versuche ich mal die Spinne alle loszuwerden, weil die Spinne nämlich mein nächstes Problem. Oh Gott. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder. Da ist das Ding, halt, aber da sind die Spinnen. Gott, Alter, hier den Überblick zu behalten, da muss der echt studiert haben. Oh Gott. Einfach so random rein teleportieren scheinbar. Vielleicht kriege ich sie absichtlich rein teleportiert. Hallo, liebe Spinnen, kommt mal her. Nein! Boah, ey. Ist doch so, ist hier glatter ist oder was? Wollen erstmal alle schon ranlocken. Weil je näher die dran sind, desto steiler müssen sie zu mir schießen und damit kommen sie schlechter an mich ran. Ich hoffe, der Plan geht auf. Nee, die bewegen sich gar nicht. Und jetzt? Nee, die kommen immer noch nicht. Wir bleiben einfach auf ihrem Platz stehen. Gut. Das war zu flach. Ich flachpfeife. Wow, wow, wow. Oh, Alter. Du hast still hier. Nächste erledigt, hoffe ich doch. Ja. Nein! Hat sie mich echt noch getroffen, diese kleine Bitch. Hat das auch schon nicht. Das nächste auch, klar. Naja. Was? Wie wo? Was? Was denn schon wieder? Wer teleportiert sich rein? Ey Leute, I don't like this. Oh, da ist ja noch einer, der mir behilflich sein wird. Da ist der nette Herr Imp, den werde ich auch mal erledigen. Wir sind auch noch ein Fernkämpfer, der mit Gehirn ans Bein pissen kann. Erstmal erkennen hier. Was ist denn dazu?
Die, die mir jetzt gerade erstmal wenigsten was tun könnte, die Pinkies, weil die sind relativ begrenzt, was ihre Bewegungsfreiheit angeht. Ich muss also erstmal die ganzen Pinkies und die ganzen... Ach du Scheiße, sind ohne welche. Oh mein Gott. Die ganzen Spinnen vor allen Dingen aller Lieben. Weil die Spinnen machen mit ihrem scheiß Plasma echt heftigen Schaden. Die haben quasi einen ganz heftigen Schaden. Na komm! So, jetzt dieser Hell Knight da, Baron of Hell. Na komm noch. Geht hier wieder mehr Spinnen, ne? Nee. Die Spinnen scheinen wir erstmal alle dicht zu haben. Okay, dann kann ich mich jetzt also diesen Baron of Hell. Ich guck sicher aber nochmal hier auf der Seite nach. Nicht, dass hier jetzt noch eine Spinne rumlungert, die uns ganz gehörig ans Bein pissen möchte. Gut, sieht tatsächlich sicher aus. Boah, das wird so ein langes Level. Alter, das gibt's doch gar nicht. Okay. Gut, wenn wir ganz nah hier dran stehen, kann uns nicht treffen. So ungefähr. Na komm. Na komm. Noch 340 Leben hat er. Man kann sich auf, er kann mich hier nicht treffen. Sehr schön. Hatte gerade schon Herzflimmern. Da kommt noch ein Schuss oder so. Digga, flippt mir raus. Was sind bei ihm 120 Leben? Ey, ich verschieße gerade mein ganzes Magazin. Geht doch. Alter Schwede, ey. Hat der einen Hunger? So, jetzt haben wir, soweit ich erstmal sehen kann, alle schwierigeren Gegner erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Pinkies erledigen können. Wir werden erstmal gucken, ob wir wirklich alle erledigt haben. Ne, haben wir nämlich nicht. Da sind noch Leute. Wow. Okay. So. Okay, also hier haben wir schon mal alle. Der Ecke sieht hier aus. Da war der Baron of Hell drin. Baron der Hölle. Nein, auch nicht das hier. Das da. Was hat sich gerade hier krass verändert? Gar nichts. Okay. Sehr schön. Nein, klar, und ich fall erstmal runter. Ich geh erstmal Schritt nach rechts. Ich bin so schon so rechtsorientiert. Okay. Der erste große Teil der Arbeit ist damit hoffentlich getan. Jetzt mal gucken, wo es diese Kacke hinbringt. Achso, und dann wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwo runter, gell? Ja. Okay. Die können sich auch teleportieren? Ja klar, müssen wir ja, weil dadurch wurden ja auch die ganzen Spinnen hier hoch teleportiert. Gut, ich muss also erstmal versuchen. Wo werde ich überhaupt hin teleportiert? Das war irgendwas mit ganz vielen Säulen. Wahrscheinlich das hinten, ne? Ne, das für Holz. Obwohl, doch, das kann doch schon sein. Da hinten ist nur ein großer Kasten. Da hinten auch bloß ein großer. Was wahrscheinlich da hinten? Okay, ich muss das mal hier anlocken und dann gucken, dass ich die hier. Wie kostet das wieder? Ja, dann heißt es jetzt am besten mal Granate werfen. Das geht nicht so, wie ich es mir gehofft hatte, wobei doch einer brennt. Ja, so ungefähr war das geplant. Nur ein bisschen effizienter, wenn es geht. Nein, kein Flashlight. Digga, wie werde ich denn hier oben getroffen?
Tja, also der Plan an sich funktioniert. Nur er ist bei weitem nicht so effizient, wie ich gehofft hatte. Ich brauche hier fast 3 Granaten, um hier als Küche hier loszuwerden. Oh, nicht runterfallen. Nein, ich fall natürlich runter. Ich fall natürlich runter. Oh, Alter, diese Kante hier ist aber auch echt heftig. Nein! Mann! Das gibt's doch gar nicht. 50. Versuch. Wisst ihr was? Ich mach's am besten hier in der Ecke. Ja, das scheint. Ah, nicht so geschmissen jetzt war. Na gut, 3 Leben noch, das geht eigentlich tatsächlich. 4 Leben noch, 5 Leben noch. Okay, geht nicht. Ich versuch's hier mal gestern Anfang an in die Ecke da zu bringen. Jetzt müsst ihr erstmal herkommen. So. Jetzt die Granate werfen. Jetzt da hinten die Tür. Warm. Funktioniert ohne besser. Nein! Vor allem wenn ich natürlich. Oh, ich bin wieder oben. Nice! Das gefällt mir aber. Ist ja quasi wie ein Fahrstuhl. Nein, ich runterfallen. Digga, was für ein Slash denn? Was machen wir? Na komm, das reicht. So, jetzt geh ich mal runter. Oh mein Gott. Und da kommt sie schon. Ich höre Kakodemon. Ich möchte anmerken, dass ich einfach niemanden hasse. Oh, strange. Aber ich sehe kein Kakodemon. Da ist ein Schalter. Hier ist eine ominöse Tür. Ich versuche mich erstmal hier lang zu laufen. In der gehofften Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Gut, hier habe ich schon mal Rüstung. Das ist ganz nett. Gut, weiter komme ich hier erstmal nicht. Mehr Impfung gibt es hier nicht. Oh, da ist noch eine Waffe. Wir haben ein Defizit von 20. Ach, war ja klar, diese roten Dinger. Ach nein! Hä? Da war doch gerade. Hä? Ja doch. Die Plattform hier. Löst sich. Gut, dann jetzt hier weiter rüber. Easy. Achso, ich hätte noch die anderen mitnehmen können. Ich dachte, bei der Doppellöwen kommt man mehr. No problemo. Dann haben wir wieder volles Magazin. Och, da hinten haben wir Kakodemon. Haben wir noch mehr Kakodemon, die jetzt auf uns zukommen? Oder waren es nur die ein? Oder... Gut, also bisher sind es nur die einen da hinten. Oh, noch ein Pinky. Sag mal, wo kommst du denn her? Auf dem Arschloch, bitte sehr. Was? Hä? Oh, eine Rakete. Das klang verdächtig nach Rakete. Och, in der Hinten ist noch einer. Der ist Hardcore. Och, ach du Scheiße. Ich betrachte meine Situation als gefickt. Ha? Oh, Alter, gleich 5? Man kann es doch übertreiben. Hat der jetzt meinen Freund umgebracht? Ich wollte den noch retten. Okay, du bist wahr. Den dürfen wir sie nicht so nah an uns rankommen lassen. Ich muss sie gleich quasi gleich hier für vorne abfertigen. Hä, wo kommen die denn jetzt? Ach, von da. Mit Raketen abschießen können wir sie leider nicht, weil da flischt. Ach scheiße, hab ich auch noch nicht. Fuck, ich dachte, ich hätte die jetzt hier wenigstens schon erledigt. Habe ich nicht.
Das wird hässlich. Nein! Digga, was? Oh Gott! Die ganzen Plattformen, die sich hier immer alle heben und sinken. Ein bisschen noch was? Digga, gibt's doch gar nicht. So. Oh, Alter. Meine Fresse. Ich hasse zwei Frontenkrieger. Da weißt du gar nicht, welcher bescheidene Völker du zuerst machen sollst. Was machen die da jetzt? Leute. Vor allem hatte ich gehofft, dass wenn ich erstmal auf der Seite bleibe, dass die anderen dennoch nicht kommen, weil die mich noch nicht gesehen haben. Aber irgendwie haben sie mich scheinbar doch gesehen. Ja, doch, da kommen sie schon. Ja, Mann, ey, das ist doch Bullshit. Man, welche Seite sollte denn zuerst gehen? Das ist doch alles hier schon wieder scheiße. Oh, wow. Boah, Alter, ich kriege einen Krieger. Ah, jetzt weiß ich jetzt, bis in die Platte geht. Und da Tropfen rein. Ihr kriegt mich nicht. Was? Lagte er und starb. Ja, wo denn? Ich hoffe, mein Freund lebt da oben noch. Ich habe jetzt keine Schreie gehört von da oben. Also Schreie war es ja nicht, sondern diese. Ach ja, der lebt noch. Sehr schön. Gut, da ist noch einer. Und da ist ja nur einer. Also ich als Demon würde öfters schießen. Noch einer? Ja, der Bot blieb ja verrückter. Wo kommst du denn her? Jetzt rede mit mir, Junge. Ich kann dich nicht bearbeiten, wenn du nicht sprichst mit mir. Bitte auf eine Sprache, die ich tun verstehen. Also Deutsch zum Beispiel. Oder Japanisch. Oder Englisch. Englisch ist eine feine Sprache. Hä, wo ist denn der? Ja, schön, ich hab dir gerade noch einen Pinky gehört. Ich habe jetzt keinen Bock auf Überraschungsangriffe hier. Ne? Ist das schon, ne? Gut, ich schreibe erstmal den Schalter. Der hat jetzt was gemacht. Irgendwas ist runtergegangen. Irgendwas ist runtergegangen. Aha, ist auch noch was. Dankeschön. Aber ich habe keine Ahnung, was runtergegangen ist. Ja, komm, hier, danke. Uah. Da hebe ich mir lieber auf. Keine Schatzmunition mehr? Oh, ah, Tür ist runtergegangen. Eine Tür in der Tür. Interessant. Wobei das eher aussah wie ein Fahrstuhl. Ich habe dir gerade doch ein Pinky gehört. Ein Kakodiemon. Hier, eins von diesen Viechern. Okay, was erwartet uns hier? Oh, ein Fahrstuhl. Ein Knopf. Ja, das war schon fast klar. Hä, der ist ja tot. Wieso ist der tot? Da, waren wir schon da oben oder haben wir den vorhin da umgebracht? Irgendwie? Oh, hier ist ein Rucksack. Okay, müssen wir hier hoch? Was sollen wir hier oben tun? Auf jeden Fall gibt es hier ein bisschen Munition. Aber alles Sachen, die wir noch nicht... Oh, okay, ich verstehe schon. Da ist Teleporter. Digga! Oh nein, 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 nein. Boah, Alter. Okay. Ihr wolltet es so. Ich bin nur da, um die Steuern zu bieten.
Frage, welche Waffe nehme ich? Die hier hatte nur diesen einfachen Schuss, ne? Der bringt mir, wow, ehrlich gesagt recht wenig. Klappe! Mal gucken, was... Nein, mal gucken, was... Nein, was hier kann, das war die mit dem Dauerfeuer, ne? Ja, genau, das war die mit dem Dauerfeuer. Okay. Nee, weil ganz ehrlich, diese Pain Elemental, davon waren ja gleich mindestens 3 Stück. Habe ich erstmal so irgendwie ich bin zu fest in die Tür. Können wir nicht durch. Da waren ja mindestens gleich 3 Stück oder so. Wo man sich schon denkt, Digga, wer kommt auf die Idee? Also ich bleib genau hier hängen. Eigentlich geil. Perfekter Punkt zum Speichern. Ha! Komm ich von hier irgendwie auf den Secret drauf? Nee, ne? Ach, dieser Propos Secret, kennt man ja. Nee, hier führt tatsächlich alle Seiten scheinbar zum gleichen Ergebnis. Ja, ja. Okay. Na gut, da bringt das also nichts, nee, weil es gibt Teleporter. Wobei ich teste sicher habe doch erstmal. Alle Seiten. Es gibt für die Teleporter, da hast du von jeder Seite einen anderen Zielpunkt, wo du gerade hin teleportiert wirst. Und sowas wird dann gerne mal für Secrets verwendet. Hab ich jetzt gesagt? Hab ich jetzt gesagt? Ey, bin so gut jetzt. Oh, hello my friend. Hello my friend. Die brauche ich noch nicht. Wie komme ich wieder runter? Hello my friend. Wie komme ich wieder runter? Das wüsste ich gern. Wow. Ein Secret, das uns erstmal umbringen möchte. Da hinten ist... Wow. Digga, ich nehme nicht den Weg um. Fuck, dachte ich schaff's ohne Schmerzen. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Muss ich hier hin? Gehör ich hier hin? Ist das hier meine Destination? Och du Scheiße. Halleluja. Gut, ich bleib erstmal hier. Sieht hier so schön aus. Oh. Ach nö. Gut, die brauche ich noch nicht. Da habe ich erstmal genug Munition. Dann heben wir uns das Secret mal lieber auf. Aber schön zu wissen, dass es hier gibt. Dass es das hier gibt. Das ist. Hä? Ist auch egal jetzt. So, wisst ihr, wo ist denn jetzt der Schalter? Ich möchte gerade jetzt auch wieder den Schalter drücken. Da unten ist der Schalter. Aber da komme ich von hier aus nicht hin. Ah! Eine Tür geht aber doch auf. Aha. Hä? War das der Eingang? Hallo? Och ne, jetzt habe ich hier. Ne, jetzt bitte kein Lockdown. Doch, ich habe einen Lockdown. Er hat ihn ausgesperrt. Stay frosty. Deine Schuld! Flip. Hallo? Oh. Hallo! Hallo! Hi! Hallöchen! Hallo! Ich bin der Neue! Das ist ein Schalter. Digga, hier wären wir locker gestorben. Warte, hab ich davor gespeichert irgendwie? Nee, ne? Ich hab erst danach gespeichert. Ja, ich hab erst danach gespeichert. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Nee, meine Idee wäre nämlich gewesen, praktisch genau das zu machen, was wir gerade gemacht haben. Halt also hier reingehen und dann praktisch immer unter der Tür stehen bleiben.
Hä? Was bringt denn der darum bitte? Also ich muss schon sagen, diese Map ist eher sowas viel verrückter. Ach, hier kann man sich wieder teleportieren. Wo genau sind wir hier? Ach, wir sind hier. Oh lol. Okay, that makes sense. Oh, alter Leute. Guck mal zur Sonne. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist schwer, ey. Ah gut, wie gesagt, wir waren eigentlich dabei, das hier zu machen. Und hier irgendwie voranzukommen. Mr. Watt, nochmal ehrlich hier, Dankeschön. Ja, jetzt ist wie gesagt die Frage, wie gehen wir mit diesen Pinkies vor? Mit den Imps, wobei die Imps sind dann relativ easy. Das Problem ist dann eher das, was danach kommt. Na, wir haben sie dann lassen. Na dann. Digga, wir sind fast tot. Alter. Okay, so geht das also nicht. Fuck, ich bin losgelaufen. Na komm. Hallo, lass mal laufen hier. Da ist noch einer. Naja, ein Vorteil ist, wir haben etwas mehr Leben. Okay. Der nächste Versuch. Vielleicht klappt es mit den Dingern hier. Let's go. Okay, keine Chance. Da brauche ich noch mehr Munition. Also doch hiermit. Seid ihr, dass wir uns mit dem Ding selber wehtun? Ja, wir bringen uns mit dem Ding selber um. Deswegen. Wow, wow. Okay, das heißt also, wir gehen erstmal auf die 6 und dann wechseln dann schon auf die. Kann man das auch hier mitmachen? Nein, natürlich nicht. Müssen wir jetzt zweimal runtergehen. Okay. Das war so nicht geplant. Easy. Dankeschön. Nein, nein. Was? Das Ding geht runter? Wieso geht das Ding runter? Ihr habt doch studiert. Das ist illegal. Oha. Klar, jetzt natürlich wieder runter. Schade, funktioniert nicht so wie bei. Funktioniert nicht so wie bei Dichtermuster. Okay, also wieder erstmal anlocken. Erstmal wieder anlocken. Warten, bis sie ankommen. Ha! So, zwei fehlen noch. Na komm, einer fällt noch, mindestens. Da ist noch einer.
höre noch einen. Oh, da ist auch noch einer. Hat der jetzt hinten gerade einen Freund von mir erledigt? Ach so, das war wahrscheinlich hier noch einer der anderen Teile. Ja, das ist der Minigunner. Danke, mein Freund. So. Fuck, ich wollte wieder hoch. Dann machen wir es ein bisschen eleganter. Und zwar so hier. Easy. Habt ihr studiert? Okay, jetzt haben wir den blauen Skull. Den blauen Skull können wir jetzt. Fuck. Hä? Ach so, ist gar kein Teleporter. Mann. Okay, mit dem blauen Skull können wir jetzt nach. Da ist ein Teleporter. Da. Wo auch immer uns das jetzt hinbringen, wo hinführen wird. Ich bin offen für alles, solange es kein Kopflicht gibt. Aha. Achso, da war das so Secret, wo wir drinnen gewesen waren. Immer wenn ein Schalter kommt, kommt garantiert irgendein Monster. Oder auch nicht. Kann ich darüber? Wenn ja, von wo? Also klar, ich meine, ich könnte jetzt rüber springen, aber wie gesagt, normalerweise kannst du halt nicht springen und die Frage ist halt immer, wie kommt man legal auf sowas rauf? Oh ja, kann ich gut gebrauchen. Und gut jetzt zurück. Mami, Angst. Bitte hilf mir. Wow, Leute, Alter, Leute. Alter, sowas von illegal ist. Das könnt ihr doch nicht machen. You stand in my face, you fucking idiot. Danke. Genau, ich bin wieder hier. Ich muss also erstmal das Ding holen. Wow, Alter. Ey, die schubst mich hier echt noch runter. Kommen denn welche Gegner? Das ist mir offen gesagt ein bisschen zu ruhig. Aha. Da sind sie schon. Boah, Alter, könnt ihr mal aufhören, mich hier rumzuschieben? Alter, da wirst du ja in alle möglichen Himmelsrichtungen verstreut. Der bleibt einfach durch Eiskalt stehen. Ich habe eine Idee. Vielleicht, wenn die sowieso auf uns drauf zukommen. Tun sie ja, ne? Ja, die kommen alle auf uns drauf zu. Dann können wir eigentlich einfach hier reingehen. Easy. Jetzt müssten wir eigentlich alle live bespielen. Boah, Alter. Ich dachte, die Waffe hat Rückstoß. Meine Fresse. Das war gedacht dafür die Wissenschaft. Junge, du blockierst mich. Oh, jetzt blockiert er mich da. Kriegt eine Krise. Ja, du kannst da bleiben. Fuck! Also, ich habe dich echt noch getroffen. Wow! Digga, das ist aber haarscharf hier. Puh! Halleluja! Kann man da nur sagen. Okay, jetzt haben wir den roten Skulp. Ach du Scheiße. Mit dem roten Skulp? Nee, das ist eine zu große Verschwendung. Mit dem roten Skulp können wir da rein. Okay. Hallo. I am Vega. Oh, ein bisschen Leben kann man immer mal abgreifen. Ach hier. Ja. Da ist eine Tür offen. Ach so, das war die Tür. Ihr Idiot. Ist hier noch ein Secret? Nein! Ja, ein Runterfall-Secret. Gut, ich bleib hier oben. Fuck off, Bitches.
Yay, jetzt haben wir genau 100 Raketen. Huh, hardcore. Okay. Wir haben hiervon noch relativ viel Munition. Ernsthaft. Ja, Leute, ihr müsst schon mal runtergehen. Ernsthaft, ey, jetzt blockiert der mich am Runtergehen. Ey, ihr Spinner, du bleibst hier. Meine Fresse. Wie kann man denn so hinterständig bleiben? Na komm. Kommst du? Digga. Was geht? Danke. So, jetzt könnt ihr. Hallo? Oh oh! Oh Mann, Alter. Eigentlich habe ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Oh, kannst du nicht mal runterkommen? Ach, die Mutter wird das nicht. Ach, ich hätte doch einfach hiermit erledigen können. Hätte ich das gewusst. Da hinten ist auch noch ein Schalter. Ich gehe erstmal nach da. Nein. Oh, da kriegt er noch Schaden. Hey, geht's wieder raus? Ach so. Oh oh. Hallo. Nee, Mann, das muss ich professioneller machen. Also, die Tür ist bereits offen. Wofür ist denn der Schalter da? Ist wahrscheinlich noch ein Secret oder so. Mann! Was? Oh, jetzt wird er wegteleportiert. Scheiße. Kann ich irgendwie raus, ohne wegteleportiert zu werden? Wie sieht denn hier mit aus? Ja, sieht gut aus. Voll Idiot. Noch sind hier keine Pinkies zu sehen. Also die Pinkies kommen wirklich erst dann, wenn ich auf die Unterfläche raufgehe. Ist ja schön hässlich hier, ne? Ja, da kommen wir. Junge, und der steht da einfach mitten in der Flugbahn von diesen roten Feuerbällen da. Wie kann ein Mensch so viel Dummheit besitzen? Ernsthaft. Achso, ich muss ja aufpassen, ich werde ja. Goddammit! Austeleportiert. Du Arsch. Darf man daneben? Wetten, der andere ist bereits tot, der andere rote. Minigunner, Chaingunner. So dumm wie der ist. Kommt jetzt her oder was? Ach Leute, uah, das war zu weit. Oh. Da fällst du einmal runter und kassierst sofort Schaden für die nächsten drei Generationen hier. Aus jetzt, Feierabend, finito. Kommt hier runter, kommt hier weiter. Fuck you. Ich geh da weg. Nee, du, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu einfach. Ich würde vorher schon gerne noch die ganzen Secrets einsammeln. Oh, Alter, und nicht überall an Schmerzen sterben.
komm, einer ist da draußen noch. Oh, Alter, ich krieg von der Schmerzen. Hoffentlich gibt's hier Schmerzensgeld. Du bist reich, wenn nicht. Jetzt spring doch mal hier. So, wie war das jetzt? Von welcher Seite muss ich jetzt raufspringen, damit ich von der Seite hier. Danke. Jetzt kriege ich das auch hin, ohne zu sterben gleich? Jawoll, geht doch. Was? Was? Gut, okay. Das war jetzt explizit nicht das, was ich gesucht habe. Aber... Wo war der jetzt die Rüstung? Hier müsste die Rüstung gewesen sein. Geh nur da hinten. Ziel, ich komme! Das war schon wieder eine Map, ey. Oh, zwei überlebt. Ah, schau mal an. In dem Sinne, schau mit V.